Herzlich willkommen bei der Jahreshauptversammlung von Vodafone. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und hoffe, dass ihr dieses Jahr auch mit uns eine Menge Spaß haben werdet und viele interessante Diskussionen mit uns, über uns, über das Thema Trolle führen werdet. Leider ist es mir passiert, dass ich in der ganzen Vorbereitung Stress vergessen habe, diesen Vortrag hier auch vorzubereiten. Klingt erstmal schlimm, ist aber nicht so schlimm, weil ich habe zufällig noch Notizen vom letzten Jahr gefunden. Die nutze ich einfach als Grundlage für den Vortrag. Guten Morgen. Ihr merkt, es gab eine Zeitverschiebung. Willkommen im Trollland. Sie befinden sich hier. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe es nicht. Kalt, Hackerspace, Bernd das Brot, Ponys. Sexistisch, langweilig, dumm, Höhepunkt geistiger Armut, Lauer. Liebe Jury, da habt ihr aber nicht lange nachgedacht. Julia Schramm, getrollt durchgestrichen. Frauen sind euch wohl egal. Ich fand's nicht gemütlich im Hackerspace. Morgen-Ejakulat, Kaffeesahne. Penisse, Stream, hysterisch, Gefühle, Armut, Gesundheit, Schnarchen. Ich habe damit zu tun. Ich kann dem eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich finde, das fasst die Trollcon sehr gut zusammen und ich hoffe, auch 2013 wird ein sehr schönes Jahr für Trolle und die Trollcon. Und wir werden, wie schon erwähnt, viel Spaß haben. Ich habe nur noch zwei, drei Kleinigkeiten. Dank unserer fähigen Netzwerk-Crew haben wir ein eigenes WLAN für die Trollcon. Ich glaube, das Passwort ist Trollcon 2013. Aber die meisten dürfen wahrscheinlich eh schon das andere Passwort kennen. Organisatorisch noch. Wir haben wieder diese wunderschönen Wertguthabenkarten für die diversen Köstlichkeiten, die Küchencrew uns präsentiert. Die könnt ihr direkt am Eingang erwerben. Falls ihr irgendwie geht und ihr habt noch Guthaben auf der Karte übrig, bekommt ihr das natürlich erstattet, abzüglich einer kleinen Gebühr. Falls ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder Probleme habt, sprecht am besten die Menschen in diesen rosa T-Shirts an. Ihr habt ja auch eins bekommen. Und ja, damit bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer jetzt noch 9 Minuten lang zu reden, bis es partnermäßig mit der Keynote weitergeht. Ich dachte mir, ich lese euch vielleicht aus dem 1&1 Benutzerhandbuch vor. Herzlich willkommen als neuer Internetkunde von 1&1. Im Folgenden erhalten Sie wertvolle Hinweise und Tipps zur Konfiguration und Nutzung der 1&1 Internetanwendung und Ihres 1&1 Internetzugangs. Wenn Sie darüber hinaus Fragen zu Ihrem Tarif oder zur Nutzung unserer Dienste beziehungsweise des Internetzugangs haben. Bisschen mehr Ernsthaftigkeit, bitte. Zeitsprung. Oh, look at my watch. Sind Ihnen unsere Mitarbeiter des Vertragskundenservices und der technischen Hotline selbstverständlich gerne behilflich. Habt ihr ein Lieblingskapitel? Ja, mein Lieblingskapitel ist technische Hilfeleistung. Support. Das Glossar. Ja, ich hätte gesagt. Was ist denn, wenn die Power-LED nicht leuchtet? Leider ist das Kapitel über technische Hilfestellung hier sehr kurz gehalten. Was vielleicht interessant ist, ist noch... Doch, da sind wir gerade. Der 1&1 Virenschutz für meine E-Mails. Schützen Sie Ihre E-Mail-Postfächer, ist interessant, dass Sie von der Mehrzahl reden, mit dem professionellen 1&1 Virenschutz für E-Mails. Wir prüfen Ihre E-Mails noch, bevor sie in Ihr Postfach gelegt werden. Ja, nimmt die Viren da auf, wo sie passieren. Filtern bekannte Viren heraus und versuchen, infizierte Daten zu reinigen. Werbung für Konkurrenzprodukte wird automatisch unterdrückt. Oh, das steht hier gar nicht. Dabei sind wir direkt mit dem namhaften Antivirenspezialisten Symantec verbunden. Und per Live-Update gelangen neue Antivirenmaßnahmen binnen weniger Stunden zu uns. Ja,
Damals war das Hochtechnologie. E-Mail-Anhänge werden dabei auf Viren und Würmer und trojanische Pferde untersucht. Auch skriptbasierte Komponenten wie Java und ActiveX werden nach bekannten Schädlingen gefiltert. Mit dem Symantec Carrier Scan Server werden ihre eingehenden E-Mails noch vor Ablage in ihrer Pop-Mailbox nach Viren durchsucht und entsprechend gekennzeichnet. Der Schutz umfasst Viren, Würmer und trojanische Pferde der verschiedensten File-Typen und deren Endungen, wie zum Beispiel ZIP, LZH, ARJ, ARC und TAR. Er erkennt auch mobile Codes wie Java, ActiveX und Standalone skriptbasierte Komponenten. Für den Virenschutz wird ein separater Server eigens für diese Aufgabe eingesetzt. Ich glaube, das ist nicht mehr die aktuellste Version des Handbuchs, aber ich bin sicher, ihr habt trotzdem, könnt das dann auf die Zukunft übertragen. Yeah.
Vielen Dank.